Hallo, wie geht es euch? In diesem Video geht es um die dritte Etappe der Tour de France 1997 von Vire nach Plumelec. Und so sehen wir auch den Start. Vorne starten natürlich wie immer die Trikotträger. Eric Zabel trägt stellvertretend für Mario Cipollini das grüne Trikot des Punktbesten. Und hier sehen wir nochmal die Gesamtwertung. Da hat sich bis auf die Zeitbonifikation nicht viel geändert. Und dann kommen wir gleich zu den Wetterbedingungen. Es sind frische 27 Grad mit ein wenig Wind. Und trotz der hohen Temperatur ist es ein bisschen feuchter, aber man kann von guten Wetterverhältnissen sprechen. Und dann starten wir gleich ins Rennen. Wir kommen zur ersten Sprintwertung. Das Feld ist noch zusammen, das heißt, es kommt zu einem Sprint der besten Sprinter im Feld. Und da sehen wir auch gleich die Favoriten. Zabel neben Cipollini. Und Zabel gewinnt dann doch schon deutlich den Sprint. Das lässt darauf schließen, dass Zabel einen guten Tag hat, ähnlich wie gestern, als er stark gesprintet ist, aber ein bisschen zu früh gestartet ist und so nur einen guten zweiten Platz geholt hat. So, jetzt sind wir mitten im Rennen. Es hat sich eine kleine Ausreißergruppe mit vier Fahrern gebildet. Sie haben ungefähr 3 Minuten 30 Vorsprung. Die heutige Etappe ist eine Flachetappe, aber mit der Besonderheit, dass es am Ende eine längere Steigung gibt, die ins Ziel führt. Es geht öfter mal auf und ab und deswegen denken wohl auch Ausreißer, dass sie eine Chance haben. Aber auch die Sprinterteams erwarten einen Sprint, finde ich. Und das insbesondere für Klassiker erprobte Sprinter. Die sollten hier die größten Chancen haben auf einen Sieg. Das Rennen ist lange sehr eintönig, es passiert eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Die Gruppe vorne arbeitet sehr gut zusammen, aber die Sprinterteams erwarten halt einen Sprint und wollen den Sprint forcieren. Deswegen leisten die Sprinterteams sehr viel Arbeit, allen voran das Team von Mario Cipollini, Seco. Was man auch hier sehr schön sehen kann, wie sie zu dritt vorne am Feld die Arbeit verrichten. Und hier sehen wir schön, wie die Ausreißer zusammenarbeiten mit der heutzutage von der UCI verbotenen Position des Supertakt. Sie ist deutlich aerodynamischer als andere Positionen, weil man sich extrem klein macht. Zusätzlich zu dieser Position hat er die Hände auch nicht an den Bremsen, was ein weiteres Risiko darstellt. Und er trägt keinen Helm. Aber ich glaube, im Jahr 1997 waren Schädel-Hirntraumas noch nicht erfunden. Heutzutage würde man jedenfalls schon für die Supertakt-Position aus dem Rennen verbannt, was ich ein bisschen übertrieben finde. Durch diese rasante Fahrweise ist auf jeden Fall der Vorsprung ein wenig gewachsen. Der Bestplatzierte im Ausreißerfeld ist Danny Nellison. Er hat sich aufgrund des Vorsprungs ins virtuelle gelbe Trikot gefahren. Und das will natürlich Team Seco verhindern. Sie fahren nicht nur dafür, dass Mario Cipollini die dritte Etappe in Folge gewinnen könnte, sondern auch, dass er das gelbe Trikot behält, falls er den Sprint nicht gewinnen sollte. Und das führt natürlich dazu, dass der Vorsprung schwindet und immer weiter schwindet. Viel mehr passiert zurzeit in dieser Etappe auch nicht. Die Ausreißer arbeiten ziemlich gut zusammen und hinten arbeiten die Sprinterteams auch gut. Natürlich versuchen die Sprinterteams auch nicht, den Vorsprung sofort einzuholen, denn dann würde sich auch eine neue Ausreißergruppe bilden und der Spaß würde von neu losgehen. Falls euch diese Art von Videos gefallen, dann abonniert doch den Kanal und drückt die Glocke, dann werdet ihr darüber benachrichtigt, wenn das nächste Video online geht. Ich werde zu jeder Etappe dieser Tour de France ein Video machen. Natürlich könnt ihr euch auch meine anderen Videos angucken. Die sind alle ziemlich gut, manche besser, manche schlechter. Insbesondere die alten sind nicht so gut. Der Vorsprung verringert sich weiter, ist jetzt bei 2 Minuten 12 und das Peloton kommt immer weiter dran, jetzt schon bei 1 Minute 50. Die Chancen sinken immer weiter für die Ausreißer. Auch weil im Peloton nicht nur Selka arbeitet, sondern auch die anderen Sprinterteams vorne mitmischen. Und so sinkt der Vorsprung weiter und weiter. Wir sind jetzt bei 1 Minute 27 und die Ausreißer müssen sich irgendwas überlegen, falls sie das Rennen noch gewinnen wollen. Und so kommt es dazu, dass François Simon hier richtig schön als letzter im Rücken von allen angreift und alle damit komplett überrascht. Nur der Motorradfahrer sieht es sofort. Und so wird aus den restlichen drei Ausreißern Verfolger. Simon hat sich innerhalb einer kürzesten Zeit mit einem gewaltigen Vorsprung rausgefahren. Aber es muss ihm auch klar sein, dass er alleine gegen das Peloton deutlich schwieriger hat als mit den drei Begleitern. Und wir sind jetzt schon fast 200 Kilometer gefahren. Und das Ziel ist nicht mehr weit entfernt. Und trotzdem hat er schon 30 Sekunden auf die Verfolger und auf das Peloton 1 Minute 5 Vorsprung. Das Peloton ist jetzt 20 Kilometer vor dem Ziel entfernt. Die Sprinterteams sind voll motiviert und wollen einen Massensprint erzwingen. Und obwohl Simone sogar noch 5 Sekunden auf das Peloton rausgefahren hat und die Verfolger eigentlich so gut wie aufgegeben haben, sind seine Siegchancen minimal. Der 28-jährige François Simon kämpft sehr lange und schafft es, das Peloton lange auf Distanz zu halten, aber sein Vorsprung schmilzt und schmilzt. Aber dann passiert das, was in dieser Tour de France schon öfter passiert ist, wenn das Peloton hohes Tempo einlegt und die Hektik kurz vorm Ziel immer größer wird. Es kommt zu einem Crash. Und dieser Unfall wird nicht folgenlos bleiben. Der Fahrer Toni Rominger, zu der Zeit schon 36 Jahre alt, muss das Rennen beenden und für ihn wird es das letzte Tour de France-Rennen in seiner Karriere gewesen sein. Aber das Hauptfeld ist auch in mehrere Stücke geteilt. Auch wenn die Fahrer hinter dem Unfall nicht beteiligt sind,
kommen sie nicht durch und werden aufgehalten. Bei dem heutigen Finale gibt es einen steilen Anstieg kurz vor dem Ende ins Ziel und Sprinter, die kurz vor dem Ziel erst noch zur Hauptgruppe zurückgeführt werden müssen, denen fehlt dann im Ziel die nötige Energie, um das Rennen zu gewinnen. Außerdem ist der letzte Anstieg steil genug dafür, dass es im Ziel zu Zeitabständen kommt und da müssen dann die Fahrer um das Gesamtklassement genau aufpassen und in der ersten Gruppe sein, um keine Zeit zu verlieren. Im Peloton sehen wir jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal in diesem Rennen Team Telekom an der Spitze des Feldes. Team Telekom hat es geschafft, alle ihre Fahrer in die erste Gruppe zu bekommen. Jan-Ulrich Bjarne-Riis und den Favoriten aus der Sicht von Telekom für dieses Rennen, Erik Zabel. Simon hat durch den Unfall nicht viel Zeit gewonnen und das Peloton, nun angeführt von Team Telekom, ist kurz davor, Simon einzuholen und vom Hauptfeld schlucken zu lassen. Und es wird jetzt unvermeidlich dazu kommen, dass Simone eingeholt wird. Und damit begeben wir uns in eine neue Phase des Rennens, und zwar die finale Phase. Jetzt wird es richtig spannend. Bis jetzt war das Rennen eigentlich ziemlich langweilig und jetzt geht das Rennen erst richtig los. Simon kämpft zwar noch gegen das Unvermeidliche, tapfer und wacker, aber es ist unausweichlich, dass er eingeholt wird. Und jetzt, während er eingeholt wird, sehen wir auch sofort, dass das Feld durch die 5-Kilometer-Marke fährt. Und jetzt sind wir in der finalen Steigung des Rennens und der entscheidenden Phase. Hier gibt es keine weiteren Schnitte mehr, sondern jetzt wird alles wie live gezeigt. Und dann kommt es auch gleich zu einem Angriff von Nicolas Jalabert im Trikot von Onze. Er ist der jüngere Bruder von Laurent Jalabert, einem Mitfavoriten auf den Etappensieg, der für das Team Cofidis fährt. Es ist ein guter Angriff, aber so richtig kann er sich vom Feld nicht absetzen. Sie bleiben ihm auf den Fersen und es ist noch ein weiter Weg und ein steiler Weg bis hoch ins Ziel. Und dafür braucht man sehr viel Kraft. Aber sowas will man auch sehen und die ganze Etappe war schon ziemlich langweilig und da ist jeder Angriff, der ein bisschen Unterhaltung liefert, natürlich sehr willkommen. Nicolas Jalabert hat ein wenig Vorsprung rausgefahren, aber sicher kann er sich auf jeden Fall noch nicht sein und deswegen guckt er sich auch mehrfach um, während er durch die Flamme Rouge die 1 Kilometer Streckenmarkierung fährt. Jetzt im letzten Kilometer muss er wirklich alles geben und alle Körner verschießen und das ist natürlich auch sein Nachteil. Die ganzen Sprinter können noch im Windschatten ihrer Teamkameraden sich ausruhen, während er schon deine ganze Energie pulvern muss. Aber auch im Hauptfeld ist es jetzt nicht ganz einfach. Man muss eine gute Position finden, weit vorne, denn wenn man zu weit hinten ist, braucht man viel zu viel Kraft, um sich mehrere Positionen nach vorne zu arbeiten. Aber man muss auch trotzdem noch geschützt werden, weil auch bei dieser hohen Geschwindigkeit eine sehr wichtige Rolle spielt. Und da ist es dann wichtig, dass man viel Kraft hat und ein gutes Team um einen herum, was einen beschützt und an die richtige Position fährt. Genauso wichtig war es auch, dass das Team einen während des Massensturzes beschützt hat und man sich vorne aufgehalten hat, um nicht in dem Sturz verwickelt gewesen sein und im schlimmsten Fall sogar noch zu früh Cortison und Adrenalin ausgeschüttet zu haben, was man jetzt im Finish braucht. Nicolas Jalabert kämpft sehr stark, aber das Hauptfeld kommt immer näher und näher und er muss nun auch einsehen, dass es immer schwieriger wird, das Rennen noch zu gewinnen. Das Peloton ist einfach zu stark. Aber in seinem Rücken beginnt schon der nächste an. Aber dieses Mal passt das Hauptfeld deutlich besser auf und holt ihn sofort wieder ein, beziehungsweise sorgt dafür, dass er kaum einen Meter Vorsprung zum Hauptfeld bekommt. Und im Hauptfeld sehen wir nicht nur die Sprinter wie Erik Zabel im grünen Trikot, sondern auch die ganzen Favoriten für das Gesamtklassement. Unter ihnen Jan-Ulrich im Trikot des deutschen Meisters, Bjarne-Riis, aber auch Olano und Virenque und Bouchard. Und jetzt geht es für die Sprinter auch darum, noch genug Kraft zu haben für den Sprint am Ende. Und was wir jetzt schon sehen, Mario Cipollini ist nicht in der ersten Gruppe und hat damit auch keine Chance, das Rennen zu gewinnen. Nun macht Laurent Bouchard im geprunkteten Trikot das Tempo, dahinter Laurent Jalabert und dahinter sieht man schon Erik Zabel neben Jan-Ulrich. Jalabert und Bouchard liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während es gerade in die letzte Kurve geht. Und von außen kommt ein Mapei-Fahrer, Frank van den Broek. Und das sieht Erik Zabel und lässt sich von ihm in seinem Windschatten nach vorne befördern. Und jetzt ganz schlecht von der Regie gemacht. Man sieht gar nicht, was vorne am Feld passiert. Und jetzt sieht man Zabel schon auf Position 2. Vor ihm ist nur noch der Mapei-Fahrer Frank van den Broek. Diesmal wartet Zabel lang genug. Noch 100 Meter und Zabel ist immer noch im Windschatten. Und jetzt zieht er aus dem Windschatten raus, sprintet an van den Broek vorbei, überholt ihn. Und jetzt sind nur noch ein paar Meter. Er hat Vorsprung und er gewinnt das Rennen. Auf Position 3 feiert Bjarne-Riis, der Dritter wird und sich Bonussekunden holt. Und wir sehen, dass es in dem Feld Risse gab. Und die zweite Gruppe kommt nun an mit einem Rückstand von 11 Sekunden, in dem sich auch Mario Cipollini befindet. Aber diese 11 Sekunden Rückstand werden wohl reichen, um das gelbe Trikot zu behalten. Nicht ganz vorne ist, das ist Mario Pantini, der verliert in diesem Rennen 1 Minute 25 und Alex Zülle, der verliert 1 Minute 31. Beides natürlich Favoriten auf den Gesamtsieg. Und da ist 1 Minute plus natürlich immer schlecht bei einem Rennen, wo normalerweise keine Zeitrückstände sein sollten. Und das zeigt mal wieder, wie wichtig die Teamarbeit Team einen beschützt. Und hier nochmal die Wiederholung in der Vogelperspektive. Wir sehen, wie van den Broek die längere Strecke fährt, weil er von außen die Kurve fährt, aber mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als alle anderen fährt. Nur Erik Zabel kann ihm folgen und da erkennt man auch den Unterschied zwischen Sprintern und Klassementfahrern, die einfach nicht diesen Punch haben.
Erik Zabel schafft es, dass Vandenbroek kein Sprinterloch zu ihm aufbauen kann. Und so kann Erik Zabel seinen Windschatten nutzen und saugt sich immer weiter an Vandenbroek ran. Und hier sieht man, dass Zabel eine deutlich höhere Geschwindigkeit als Vandenbroek hat. Und als er dann endlich nah genug an Vandenbroek dran ist, zieht er links an ihm vorbei, überholt ihn und hat in kürzester Zeit schon einen großen Vorsprung auf ihn und gewinnt dann das Rennen deutlich überlegen mit einem Vorsprung von ungefähr 3 bis 4 Fahrradlängen. Ein souveräner Sieg von Erik Zabel und man muss natürlich auch sagen, stark gemacht vom Team Telekom, was Erster und Dritter wird, was aber auch vorher schon stark zusammengebaut, was aber schon vorher stark zusammengearbeitet haben, als sie dafür gesorgt haben, dass Erik Zabel so weit vorne ist und ihre anderen Fahrer auch. Zusätzlich haben sie in den letzten Kilometern die ganze Zeit das Feld kontrolliert und jeden Ausreißerversuch entweder wieder eingeholt oder sofort unterbunden. Und da muss man auch hervorheben, dass Jan Ullrich und Bjarne Riis sehr gut als Helfer mitgearbeitet haben für den heutigen Tageskapitän Erik Zabel. Mit dem heutigen Tageserfolg hat Erik Zabel auch genügend Punkte, um die Spitzenposition in der Punktewertung zu übernehmen und trägt dann morgen das Trikot nicht nur stellvertretend, sondern als richtiger Trikotträger. Und damit müsste der Druck vom Team Telekom auch ein bisschen gesunken sein, dass der erste Erfolg nach 2 zweiten Plätzen jetzt endlich ein Etappensieg. Und kommen wir jetzt zur Top 10 der heutigen Etappe. Und da ist ganz klar, Platz 1 geht an Erik Zabel, Platz 2 an Frank Vandenbroek, Platz 3 wieder an Telekom, Bjarne Riis, Platz 4 Laurent Jalabert, Platz 5 geht an David Rebellin, Platz 6 geht an Abraham Olano, Platz 7 geht an John Krill Robin, Platz 8 an Jan Ullrich, Platz 9 an Laurent Dafoe und Platz 10 an Pascal Chanteur. Und kommen wir nun zur Siegerehrung. Erik Zabel gewinnt nicht nur das Rennen, sondern übernimmt auch noch die Führungsposition in der Punktewertung und damit das grüne Trikot. Das Kind, was wir hier sehen, ist sein Sohn, Rick Zabel. Böse Zungen werden sagen, heutzutage kommt er nicht mehr so nah an ein Treppchen in der Tour de France ran. Zum Rennen muss ich sagen, es war ein ziemlich langweiliges Rennen mit einem sehr spektakulären Ende. Aber im Großen und Ganzen war es halt keine spannende Etappe. Aber die nächsten Etappen sollen deutlich spannender werden und darauf freue ich mich schon. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. So werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt von mir. Und ihr guckt nicht so verwirrt wie Rick Zabel, wenn er sieht, dass sein Vater eine Frau küsst, die nicht seine Mutter ist. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Tag, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, tschüss! Ihr könnt euch jetzt gerne noch die Siegerehrung zu Ende angucken und ich lasse ein bisschen Musik im Hintergrund laufen.